Stube Platz hier gefunden. Und hier ist der höchste Berg in der Umgebung. War eine enge Straße, mir kam Gott sei Dank niemand entgegen. Es war enger geworden hier, es gibt nur wenige Ausweichstellen. Bei Google findet man ein paar Fotos, dass der Turm vor kurzem abgebrannt war. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was die Bedeutung dort hatte. Mit Blitzableiter, also sollte nicht wiederkommen, dürfte eigentlich nichts passieren. Auf dem Cetina Hügel bin ich hier, 418 Meter, dem höchsten Gipfel von Pumorie. Der Geschriebenstand hier in Google, dass es im alten Turm noch eine Glocke gab, die man läuten konnte hier. Aber hier jetzt nicht mehr. Hier werde ich heute die Nacht verbringen. Super Platz, eine tierisch gute Aussicht hier. Ja, ist leicht trüb heute. Soll ja auch noch Gewitter geben. Also hier gibt es Blitzableiter am Turm und am Sendemast, dann haben wir freies WLAN, wahrscheinlich für die Ortschaften, die hier unten sind. Nicht extrem schnell, aber uploadet noch. Ansonsten gibt es ja nichts. Da gibt es weder einen Cache. Vorhin kamen mir noch ein paar Spaziergänger entgegen, wo ich schon hochgefahren bin. Ich bin hier auf dem Cetina Hügel. Das ist kurz hinter der slowenischen Grenze von Österreich aus. Oh, jetzt sieht man sogar die Burg, wo ich herkomme. Nee, wie weit war denn das? Auf dem Cetina Hügel, 418 Meter, dem höchsten Gipfel von Pomoja, steht der Stolz der lokalen Bevölkerung, der 14 Meter hohe Aussichtsturm. In ihm befindet sich eine Wunschglocke und eine Stempelstelle für Wanderer. Er ist Teil des touristischen Pomoja-Wanderers. Zu ihm führen ein geologischer Lehrpfad mit 365 Treppen und eine asphaltierte Straße, die bin ich hochgekommen. Aber eben wirklich da, es darf der keiner entgegenkommen, da wird es enger. Es gibt nur wenige Ausweichstellen zu erschließen und einfahren. Es gibt ein paar Grundstücke, die hier auf dem Hügel liegen. Vom Turm aus hat man einen weiten Blick in alle Himmelsrichtungen. Die Einheimischen nennen ihn auch den Friedhof von Kreckmoje. Ja, hier werde ich die Nacht jetzt bleiben. Ja, gucken wir mal, was wir morgen haben. Bin aber jetzt nur über die Grenze gefahren, weil ich nicht weit weg war von Slowenien. Und eigentlich wollte ich mich dann schon wieder auf der Rückfahrt Richtung Polen machen. Ich will keinen Stress machen, ich fahre weiterhin alle so 200 bis 300 höchstens mal am Tag oder so. Ganz in Ruhe. Hab ja schließlich Urlaub und
muss den Termin abhalten. Ich glaube, ich setze mich heute Abend mit dem Bierchen hier oben hin. Hier liegt ungefähr Norden. Wie gesagt, da vorne, das könnte die Burg sein, wo ich herkomme. Kriege ich die noch, mein Auto ist ja alle. 3% haben wir noch. Rigosburg, genau. Fast ungefähr. Da die Kamera kein Zoom hat und meine Handykamera geht jetzt nicht mehr, weil der Akku runter ist. Okay. Zur Synchronisation klatschen wir jetzt zweimal in die Hände. Und jetzt sollte es klappen. Der Sutinsky-Breg oder Stadelberg ist mit 418 Metern der höchste Gipfel in Primorje, kurz hinter der slowakisch-österreichischen Grenze. Hier gibt es einen 14 Meter hohen Aussichtsturm. Von hier aus kann man sehr weit in alle Himmelsrichtungen schauen. Weit bis in den Nordosten Sloweniens, in Teile Österreichs, Ungarns und Kroatiens. Die Aussichtsplattform brannte am 24.10.2022 vollständig ab, wurde aber im Sommer 2023 wieder erneuert. Allerdings scheinbar ohne die im ersten Turm eingebaute Glocke. Im November 2006 wurde hier eine vollautomatische meteorologische Messstation errichtet, um unabhängig von österreichischen und ungarischen Wettervorhersagen zu werden. Es gibt hier oben auch eine Webcam, die eigentlich ein Live-Bild senden sollte. Aber wenn ich sie hier aufrufe, bekomme ich es immer als offline angezeigt. Ihr könnt ja eventuell morgen Vormittag nochmal probieren, ob ihr mich dann hier sehen könnt. Ich werde ja noch in aller Ruhe frühstücken und wenn die Sonne nicht allzu sehr reinknallt, stehe ich sicher noch bis zum Mittag hier. Den Link schreibe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und dann klickt mal bitte auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal.